Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf meinem Kanal. Heute vom Spiel Windscape, was mir auch über Keymailer zugeschickt wurde. Wir schauen uns mal schnell die Store-Seite an von diesem Spiel. Das hier ist Windscape. Es hat 24 positive Bewertungen, ist schon draußen, aber in der Early Access Phase. Es kostet 16,99 € und ist ein RPG in einem sehr einfachen Grafikstil, der aber doch recht hübsch ist, wie ich finde. Also es schaut aus wie ein bisschen wie Amtrand, nur besser. Ja, die Farben sind viel gesättigter und es schaut hübsch aus irgendwie. Aber ja, hör mal, wir schauen jetzt einfach mal rein. Ich habe schon geöffnet. Und ja, so schaut das Spiel an sich aus. Ich habe jetzt gerade schon mal die erste Quest abgeschlossen. Ich habe Zwiebeln aus dem Garten geholt, Kraut aus dem Garten geholt und aus der Kiste habe ich Fleisch geholt. Und daraus haben wir gerade einen schönen Eintopf gekocht für unseren Papa und unsere Mama, die da im Haus gerade einfach rumsteht. Da haben wir lecker einen Topf gekocht und ja, genau. Oben links seht ihr unser Leben. 100 und unsere Stamina, die durch diesen grün bis orangenen Pfeil ausgedrückt wird, oder diese Bläschen. Genau, und wir haben jetzt eine zweite Quest, nämlich wir sollen nach Himmelshafen gehen und da ein Paket für unseren Vater abholen. Der meinte, wir haben ja immer Bock auf ein Abenteuer. Und das stimmt natürlich, wir haben immer Bock auf ein Abenteuer. Deshalb gehen wir jetzt nach Himmelshafen. Drücke, um schnell eine Waffe aus dem Inventar auszuholen. Okay. Ah ja. Okay. Diesen. Mit Tab sehen wir unseren Charakter. Wir sind eine Frau. Oh mein Gott. Wir hatten keine Wahl am Anfang. Also ich weiß nicht, ob... Ich nehme an, in diesem RPG spielen einfach eine Frau. So. Der Typ ist uns... böse gesonnen? Nicht? Dress! Huch, na du hast mich aber erschreckt. Ich war gerade ein wenig in Gedanken vertieft. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Ach was, werde ich dich. Da hat sie sicher keine Zeit dafür. Stimmt! Ich habe keine Zeit dafür, Kollege. Ich muss nach Himmelshafen. Es ist alles in Deutsch übersetzt. Trotz Early Access, was ich nicht schlecht finde. Hier ist Tarek Ebene. Stopp, auf Befehl des Königs ist der Durchgang hier nur mit einem Passierschein möglich. Seitdem die Tiere aggressiver geworden sind, müssen wir die Stadt besser schützen. Und deshalb darf ich nicht durch, weil ich ausschaue wie ein Tier. Macht Sinn. Wahrscheinlich muss ich mit dem Typen da reden. Oder ich muss einen Hintereingang finden. Da geht's nämlich... Achso, da geht's zu Walters Wassermühle. Okay, dann gehen wir nur nach Himmelshafen. Die Gegner können überall lauern und ich entschuldige mich, dass du immer die richtige Waffe dabei hast, um dich zu verteidigen. Ha! Hi! Mit Rätsel blocke ich. Sehr schön. Ka-ching! Sogar die Sounds sind die gleichen wie bei Anton. Also nicht genau gleich, aber dieses Ka-ching! Der Schlag hört sich an wie bei Zombies. Ah, und ich muss nur drüber laufen. Sehr schön. Finde ich auch immer gut bei Spielen, wenn ich nicht extra irgendein Inventar oder UI, User Interface öffnen muss, um irgendwas einzusammeln. Hat schon einen Vorteil. Ein Tagebucheintrag. Schön. Schön. Was unser Dad uns hier rausschickt in die Wälder, nur um ein Paket für ihn abzuholen. Das ist böse aus, Kollege. Gefährlich! Und die droppen Leben, die wir dann wieder regenerieren. Sehr schön. Ich bin tot. Okay, die Viecher sterben ziemlich schnell. Okay, da läuft jemand. Was ist los? Gab's einen Drachenangriff? Nee, der übt irgendwie oder so. Der Feind. Jogger. Ha! Klar. Compared.
In einem mittelalterlichen Spiel gibt es einen Jogger. Ihn so zu nennen, ist irgendwie komisch. Na gut. Wir bewegen uns weiter. Entwicklungsarbeiten geschlossen. Okay. Da stellt sich jetzt die Frage, ob das mit der Alpha zu tun hat oder. Die Wache sind Bastian! Basti! Mach die Tür auf! Ja, der sagt genau das gleiche. Ach, zurück. Riesig. Basti! Das ist ein Hammer, Alter. Katsching! Das schaut auf jeden Fall gut aus. Okay. Die Schmiede. Der Schauwen. Hammerhand. Also, bisher muss ich sagen, es erinnert mich. Ah! Recharge! Da habe ich einfach per Zufall den Typen. Wyan. Tarish Dress. Der Schauwen. Das tue ich euch jetzt nicht alles an. Auf Wiedersehen. Ja, wir laufen einfach noch ein bisschen rum. Will ja auch nicht zu viel vorwegnehmen, ne? Also. Es erinnert extrem an Skyrim, also allein der Name Himmels. Wie heißt das Kaff hier? Himmelsstadt, Himmelswind, Himmels. Ach, irgendwas mit Himmels. Das erinnert schon wieder verdammt an Himmelsrand, aber naja, macht ja nichts. Ja, also, keine Ahnung, es schaut interessant aus auf jeden Fall. Also, ich bin überrascht. Es schaut nicht. Also, von der Grafik her schaut es natürlich extrem primitiv aus. Auch voll übertrieben. Ja, gut, aber. Es spielt sich nicht so schlecht. Also, Auflösung passt, Interface passt. Dass alles besetzt ist, ist cool. Nicht ganz schlecht. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ein paar Characters schauen auch noch ziemlich gleich aus, aber mein Gott. Kommt vielleicht alles noch. Ist ja noch Early Access. Aber ich glaube, dabei belasse ich es dann auch. Und danke mich fürs Zuschauen. Das kann ich auch machen. Ja, man kann natürlich auch craften wie in den meisten Spielen heutzutage. Also kann diverse Sachen verwenden. Den Eintopf zum Beispiel muss der craften. Jo, sonst, was gibt's darüber zu sagen? Schaut es euch an auf Steam. Ist bisher nicht so bekannt. 25 Bewertungen. Sagt vermutlich alles. Und ja, schaut mal rein und bis zum nächsten Mal. Schönen Tag noch. Haut rein.